wenn es im Leben eines jeden Menschen einen großen und meist unsichtbaren Klotz am Bein gibt, dann ist es die Angst. Ich meine Angst als eine Form der psychischen und körperlichen Programmierung, die dich daran hindert, das, was du auf logischer und bewusster Ebene entschieden hast, auch konsequent zu tun. Es geht in diesem Video um Strategien, diese verborgene Angst, die sich durchaus logisch manifestiert, ans Tageslicht zu zerren, damit zu arbeiten und endlich auf einer neuen Ebene entscheidungs- und handlungsfähig zu werden. Dazu mache ich einen kleinen Ausflug in dein altes Gehirn. Die Wissenschaft nennt es das limbische System und es ist der älteste Teil deines Gehirns. Hier sind die meisten deiner Überlebensmechanismen verankert. Also alles das, was du brauchst, um dir die tägliche Arbeit auf vielfache Art und Weise einfacher zu machen. Leider ist dies allerdings nicht immer zu deinem Vorteil. Ein Überlebenskonzept beispielsweise ist es, davon auszugehen, dass alles, was du neu tust, Kacke ist. So belegt dein limbisches System Neues mit Angst, mit Gefühlen, die sich nicht gut anfühlen. Es lässt dich dann mit größerer Wahrscheinlichkeit überleben, hindert dich aber gleichzeitig daran, die Welt unbelastet zu entdecken. So kommt es, dass du tief in deinem Unbewussten, also im limbischen System, programmiert bist, lieber das immer Gleiche zu tun und Neues abzulehnen. Ganz anders verhält es sich dann mit dem neueren Gehirn, dem Neokortex. Dort ist der Sitz deines bewussten und logischen Denkens, dort entsteht der Wunsch nach guten Gefühlen und dort manifestierst du deinen freien Willen. So kommt es, dass du dich streng logisch entscheiden kannst, Neues tun zu wollen, und trotzdem gibt es unbewusste Kräfte in dir, die gegen genau diese Entscheidung arbeiten. Es ist aus diesem Grund ein Glück für dich, dass du gelernt hast, bewusst und logisch zu denken. So kannst du dir nun Strategien entwerfen, gegen deine unbewusste Angst zu handeln. Eine Möglichkeit findest du darin, dass du dir neues Verhalten so gestalten kannst, dass es sich wirklich gut anfühlt und sogar Spaß macht. Die Ankertechnik im Modell von NLP ist dafür besonders gut geeignet. Besser wäre es allerdings, diese undefinierte, unbewusste Angst vor Neuem auf einer ganz anderen Ebene aufzulösen. Wenn es nämlich um den Mut im Alltag geht, lautet die Antwort der meisten Menschen noch: Ach, lieber nicht. Es ist die Antwort auf die vorher ablaufenden Szenarien des schlimmsten Falls. Was könnte und wird in deiner Vorstellung nicht alles passieren? Die Vorstellung von Unsicherheit des Gelingens und die vielen Möglichkeiten des Versagens sind deshalb sehr störende Hindernisse auf dem breit verlaufenden Weg des Lebens. Meine lange Erfahrung zeigt mir, dass die meisten Menschen lieber unglücklich sind als unsicher. Vielleicht hast auch du dir in der Vergangenheit schon einmal ganz energisch ein Ziel gesetzt, hast ein Projekt gestartet, nur um erkennen zu müssen, dass Angst und Unsicherheit schlechte Lebensgefährten sind. Eine mögliche Lösungsstrategie präsentierte sich mir vor über 40 Jahren, gleich nach meinem Studium. Mein erster Job. Verantwortungsvoll, gut bezahlt. Der Anfang einer sicheren Karriere, der erfüllte Traum all meiner Freunde, Verwandten und natürlich meiner Eltern. Nur ich selbst war unglücklich und depressiv. Fühlte mich wie einem einmal in 24 Stunden rotierenden Hamsterrad. Die viele Zeit, die mir verloren ging, erschreckte mich. Es gab viel zu wenig Zeit, das zu tun, was ich eigentlich wollte. Die Welt sehen, Abenteuer erleben, Menschen beeinflussen, ja,
abenteuerliches Leben eben, wie ich es mir eigentlich erträumte. Ich träumte von einem erfüllten Leben, ohne den Mut aufzubringen, meine Träume auch in die Tat umzusetzen. Es brauchte den Fiebertraum einer herbstlichen Erkältung zu einer hilfreichen Eingebung. Warum schreibe ich nicht einfach auf, was mir im schlimmsten Fall passieren würde? Festzulegen und auszusprechen, was sonst als graues und störendes Hintergrundgeräusch in Form der diffusen Angst vor Neuem meine Aktionen im Leben verhinderte. Das Aufschreiben, das fiel mir leicht. Ich würde kündigen. Ich würde in ein fremdes Land reisen, weit weg von allem, reisen in ein Land, dessen Sprache ich nicht sprechen würde. Statt der vorgestellten Abenteuer würden böse Menschen sich meiner Habseligkeiten bemächtigen. Und dann würde ich krank werden. Dann wäre meine Reise zu Ende, bevor ich sie richtig begonnen hätte. Wieder zu Hause wären mir natürlich alle Chancen verbaut. Jeder würde mich verachten und ich würde keinen adäquaten Job mehr finden. Ich müsste den Rest meines Lebens in anspruchsloser Tätigkeit dahinsiechen bis ans Ende meiner Tage. Schon während ich diese Gedanken notierte, aktivierten sich der Gegenbeispielsortierer in mir und generierte eine Menge alternativer Handlungen und mögliche Strategien. Natürlich zur Vermeidung meiner schlimmsten Vorstellungen. Als direkte Folge davon fiel mir zum Beispiel ein, es gibt ja da einen entfernten Onkel in Südamerika. Der kann mir vielleicht helfen. So kann ich in einem für mich fremden Land die ersten Schritte tun. Und mit der richtigen Strategie sollte es doch in weniger als 6 Wochen möglich sein, die Sprache des Landes wenigstens so zu sprechen, dass ich alleine reisen könnte. Und so ging es weiter. In einem Strom an Ideen, allesamt aus der Vermeidungshaltung heraus gestaltet. Zusätzlich passierte auch eine Menge mit meinen Gefühlen. Es war, als fiele mir eine Last von den Schultern und meine vorherige, diffuse Angst wich einem wirklich sehr aktiven Tatendrang. Der Rest ist Geschichte und Teil meines weiteren Lebenslaufes. Natürlich kündigte ich alsbald und reiste für 1 Jahr nach Südamerika. Dort erlebte ich eine Menge an wundervollen Abenteuern. Ich lernte in relativ kurzer Zeit die spanische Sprache leidlich gut zu sprechen und bekam während meiner Reise Klarheit darüber, welche Richtung mein Leben nehmen sollte. Ja, es ist wahr. Nicht alles von dem im Leben, was ich mir vorher erträumte und vorstellte, ist dann später auch Wirklichkeit geworden. Eines jedoch habe ich aus diesen Erlebnissen gelernt und mir dauerhaft angewöhnt. Wenn eine schwierige Entscheidung ansteht, wenn ich dazu neige, diese Entscheidung aufzuschieben, wenn ich eine diffuse Abneigung habe, trotz einer logisch schlüssigen Entscheidung aktiv zu werden, weiß ich, dass es in mir diese unsichtbare Angst gibt, die meine Aktionen erschwert. Damit ich diese Angst überwinde, habe ich mir eine Strategie gestaltet, die mich in 6 bewusst ausgeführten Schritten durch diese unbestimmte Angst führt. Hier stelle ich sie dir vor. Schritt 1. Definiere den schlimmsten Fall, von dem du glaubst, dass es passieren wird. Schritt für Schritt. Schreib es auf, nacheinander. Meistens nämlich gestaltest du deine Szenarien des schlimmsten Falls, deine Worst-Case-Szenarien, wie es im Englischen heißt, überaus detailliert. Schreib sie auf. Schritt 2. Bewerte jeden einzelnen Punkt, den du dir notierst, mit einem Worst-Case-Grading. Das ist eine Zahl zwischen 1 und 10. 1 heißt, es ist einfach, eine Konterstrategie zu finden, und 10, daraus resultiert ein dauerhafter und katastrophaler Schaden für dein Leben. Schritt 2. Denke nach. Eine zweite Bewertung und eine zweite Zahl beantwortet dir die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass das, was du dir gerade vorgestellt hast, auch wirklich eintritt.
Bewerte jeden der aufgeschriebenen Punkte mit einem Wert auf einer Skala zwischen 1 und 10. 1 bedeutet, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Fall eintreten wird, und 10, dieser Fall wird mit absoluter Sicherheit eintreten. Du kannst dir dann nach einiger Zeit deine Notizen wieder einmal vornehmen und wirst wahrscheinlich wie ich herausfinden, dass du dir viel zu viele negative Gedanken über die vielen schlimmsten Fälle gemacht hast. Schon daraus resultiert eine Erkenntnis, aus der du für dein Leben Profit schlagen kannst. Und dann Schritt 3. Finde planbare Gegenmaßnahmen. Für jeden deiner vorher notierten Schritte kannst du überlegen, mehrere Gegenmaßnahmen zu finden. Finde Optionen, aus denen du nachfolgend die beste wählen kannst. Hier lernst du wieder einmal wichtige Strategien für dein Leben. Erfolgreiche Menschen finden nämlich für jede ihrer Entscheidungen automatisch mehrere Optionen. Sie gestalten sich Möglichkeiten für einen Plan A und einen Plan B und C und D und so weiter. Wenn du dein Leben also gut planen willst, denkst du vorher über mögliche Optionen nach und gliederst sie nach ihrer Priorität. Das tust du natürlich auch für deine Liste, die du gerade erstellt hast. Für jeden der schlimmen Punkte auf deiner Liste erarbeitest du dir 5 Handlungsoptionen, die du nachfolgend nach Wichtigkeit gliederst. Dann weißt du auch gleich, in welcher Reihenfolge du tätig werden kannst, wenn wirklich einmal ein schlimmer Fall eintritt. Doch glaube mir, in den allermeisten Fällen kommt es gar nicht erst so weit, dass du einen Plan B brauchen wirst. Das Ziel der bisherigen Schritte war es, deinen Fokus zu verändern. Den Fokus von »Oh Gott, das überlebe ich nicht« zu »Oh, ich kann ja planen und meine möglichen Missgeschicke durch gut geplante Maßnahmen verhindern. Jetzt sind wir konstruktiv unterwegs und schon geht es weiter zu Schritt 4. Die Vorteile eines plausiblen Szenarios. Eigentlich planst du ja dein Leben für den besten Fall. Ein Fall, der eintreten soll. Nur spiegelt dir dein Unbewusstes leider vor, dieser Fall würde nicht oder nur sehr selten eintreten. Was tust du, wenn passiert, was meistens passiert, dass nämlich alles gut geht? Für diesen besten Fall solltest du mindestens ebenso viel Energie investieren wie für den schlimmsten. Es lohnt sich für dich, eine genauso lange Liste auf dem Papier zu haben, die alle Vorteile aufführt. Das gilt besonders für die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben. Was also sind die wahrscheinlichen und positiven Ergebnisse deiner Planungen? Fällt dir vielleicht auf, dass es plötzlich viel mehr Spaß und bessere Gefühle macht, wenn du dich mit positiven Ergebnissen befasst? Siehst du, dann hast du noch etwas Entscheidendes für dein Leben gelernt. Und wenn du meiner Strategie bis hierher gefolgt bist, dann hast du eine Liste der schlimmsten Szenarien, dahinter eine sortierte Liste möglicher Gegenmaßnahmen und du hast eine Liste der besten Szenarien. Statt nun wie ein hypnotisiertes Kaninchen den Kopf in den Sand zu stecken, kannst du dich in deine Schreckenskammer begeben und gründlich darin aufräumen. Und denk dir nur, dieses Aufräumen wird dir schnell zur guten Gewohnheit. Dieses Aufräumen ist eine Strategie erfolgreicher Menschen. Auch der finanzielle Aspekt ist wichtig. Meistens geht es für dich ja ums liebe Geld. Was passiert, wenn du kündigst und keinen Job mehr bekommst? Was passiert, wenn X eintritt und du ins finanzielle Desaster rutscht? Es lohnt sich deshalb für dich, auch über die finanziellen Aspekte deiner Worst- und Best-Case-Szenarien nachzudenken. Also, 2 Listen hast du schon. Zuerst nimmst du dir die schlechten Szenarien vor. Ha, welche finanziellen Auswirkungen wird es haben, wenn die einzelnen Szenarien eintreten? Denke kurz- und langfristig
und finde Strategien, deinen finanziellen Schaden so gering wie möglich zu halten. Dann nimm dir deine zweite Liste, die der positiven Ergebnisse, vor. Bewerte auch hier für jeden einzelnen Punkt, was du finanziell gewinnen wirst. Was passiert, wenn deine Planungen eintreten? So kannst du viel besser entscheiden, ob es für dich das Risiko wert ist, Aktion zu ergreifen. Und danach kommst du zum fünften Schritt, dem letzten in deiner Strategie. Frage dich: Ist die Zeit reif für mich? Denn wenn du all deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du beide Listen erstellt und bewertet hast, wirst du einen sehr guten Überblick über deine Entscheidungen bekommen haben. Du kennst die finanziellen Auswirkungen und weißt wahrscheinlich auch, dass ein Erfolg für dich wahrscheinlicher sein wird als ein Misserfolg. Dann kannst du dir die alles entscheidende Frage stellen: Worauf warte ich eigentlich? Bist du einer von den vielen? Bist du wie alle anderen, die immer nur Ausreden finden, keine Aktion ergreifen zu müssen? Oder willst du zu denen gehören, die es weit bringen im Leben? Jetzt steht deine Entscheidung an, Aktion zu ergreifen. Oder halt, vielleicht noch eine kleine Übung zuvor. Ich nenne sie lieber nicht. Im Ernst. Erstell dir eine Liste mit Argumenten, die du finden kannst, nicht sofort mit deinem Projekt zu beginnen. Und schreib natürlich auch auf, was es dich kosten wird, wieder einmal zu warten. Ich meine, die finanziellen, die psychischen und die physischen Kosten. Praktiziere angewandtes NLP dazu. Nutze deine Timeline der Zukunft. Stell dir vor, du lägest auf dem Sterbebett und reflektierst über dein Leben. Lass den Film deines Lebens ablaufen und reflektiere über die guten Gelegenheiten, die du wieder einmal verpasst hast, in denen du nicht gehandelt hast. Nutzt du dazu Worte wie hätte oder sollte? Na, vielleicht ist dies eine zu dramatische Übung für dich. Gut, wenn du es weniger dramatisch haben willst, dann beame dich einfach nur für 10 Jahre in die Zukunft. Wie fühlt es sich an, das Bedauern zu fühlen, diese jetzt sich bietende Gelegenheit nicht beim Schopf gepackt zu haben? Wie fühlt es sich an, ärgerlich über dich zu sein, all die guten Gelegenheiten, die das Leben dir bietet, nicht genutzt zu haben? Ich gebe dir ein zusätzliches Argument, wenn du über dein Risiko zum Eintritt des schlimmsten Falles nachdenkst. Deine Inaktivität ist das größte Risiko, das du eingehen kannst. Das war es, was ich vor über 40 Jahren mit ultimativer Klarheit realisierte. Inaktivität ist der größte Feind der persönlichen Entwicklung. Ich schrieb also meine innere und meine äußere Kündigung und machte mich auf den Weg. Ich wollte kein Leben wie alle meine Kollegen und Mitmenschen haben. Die warteten immer nur auf eine bessere Gelegenheit und vergeuden mit dem Warten ihr Leben. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wie oft ich mir vor Angst in die Hosen gemacht habe und wie oft ich mir ganz sicher war, dass trotz meiner positiven Erwartung der allerschlimmste Fall eintreten würde. Und weißt du was? Bisher habe ich jeden Tag meines Lebens überlebt. Dieses Überleben hat mir trotz meiner oft gegenteiligen Erwartungen jede Menge an wunderbaren Abenteuern beschert. Und wenn es einmal ganz dicke kam, wusste ich, die Sonne ist immer auch nach der schlimmsten Nacht jeden Morgen wieder aufgegangen. Mittlerweile tendiere ich sogar dazu, zu glauben, dass die schlimmsten Fälle, die ich mir ausmale, meistens nur in meinem Kopf passieren.